Liebe Menschen der Erde, heute spricht der Galaktische Rat zu euch und wir senden euch den Segen des Lichtes voller Freude und Hingabe. Wir haben uns eingefunden, um mit dir über die aktuellen Ereignisse zu sprechen. Gerne erklären wir dir, was gerade auf der Erde oder besser gesagt im Umfeld der Erde geschieht. Da ihr euch in der großen Zeit des Umbruchs befindet, kann es sein, dass viele Dinge geschehen, die seltsam oder beängstigend erscheinen mögen. Aber diese Dinge lassen sich ganz leicht von uns erklären, da wir das Geschehen auf der Erde und im Universum sehr genau betrachten. Viele dieser Ereignisse, die euch beunruhigen mögen, haben mit unidentifizierten Flugobjekten zu tun, den UFOs, so wie ihr dazu sagt. Dieser Ausdruck bringt uns immer wieder zum Schmunzeln, weil es zeigt, dass ihr euch dieser vielen Lebensformen, die sich durch den Raum des Universums bewegen, nicht bewusst seid und sie nicht einordnen könnt. Dafür haben wir zwei Erklärungen. Zuerst möchten wir euch versichern, dass ihr keine Angst vor ihnen zu haben braucht, denn es gibt viele Reisende, so wie du selbst, die einfach nur unterwegs sind. Nur finden diese Reisen auf einer anderen, für euch meist unsichtbaren Ebene statt. So könnt ihr diese Lichtschiffe manchmal sehen, wenn die Schleier dünn sind. Zurzeit haben wir viele Lichtschiffe positioniert und umkreisen die Erde. Auch haben wir Kontakt zu anderen Sternenwesen aus vielen Galaxien verstärkt, um euch beim Übergang in eine höhere Bewusstseinsebene zu helfen. Und jetzt möchten wir dir erklären, dass ein sogenanntes undefiniertes Flugobjekt noch lange kein Lichtschiff von uns sein muss. Unsere Lichtschiffe sind sehr groß und tragen eine friedliche Energie. Wenn ihr also Meldungen von kleinen Raumschiffen erhaltet, die sogar von euch abgeschossen wurden, könnten das meist von Menschen erschaffene Objekte und Situationen sein. Auch möchten wir ganz klar sagen, dass wir niemals die Erde angreifen würden. Unsere Lichtschiffe sind sehr groß und man kann uns mit dem derzeitigen Entwicklungsstand der Technik der Erde nicht abschießen oder besiegen. Wir sind hier, um euch zu helfen. Deshalb bitten wir euch, eure Herzen für die höhere Weisheit zu öffnen. Dann gibt es noch eine andere Seite von denjenigen, die ohne Licht reisen. Das sind manchmal Schiffe militärischer Natur und sie tragen keine friedliche Energie in sich. Wir kennen diese Schiffe sehr genau und lassen sie nicht an die Erde herankommen. Dies wissen eure Machthaber und deswegen verbreiten sie gerne Schreckensnachrichten, um euch in Angst zu halten und manipulieren zu können. Meistens verbreiten sie diese falschen Nachrichten, um euch von anderen Dingen abzulenken, die sie heimlich planen. Und all das geschieht vor euren Augen und ihr könnt es nicht erkennen, weil ihr durch andere falsche Nachrichten
beschäftigt seid. Also seid wachsam und prüft jede Nachricht mit eurem Herzen. Wir bitten euch, euren Geist zu öffnen und zu erkennen, dass in diesem Universum alles möglich ist. Wisset auch, dass wir mit der Zeit immer mehr über die Ereignisse im Universum für euch enthüllen werden. Es ist wichtig, dass ihr selbst, jeder für sich tief in euer Gefühl geht und jede Meldung aus eurem Mainstream mit dem Herzen auf seine Wahrheit prüft. Haltet euch von der Angst fern und öffnet eure Herzen für die neue Zeit, in die ihr eintreten werdet. Denn jetzt, in diesem Moment, werdet ihr auf die sanfte Enthüllung vorbereitet. Das bedeutet, dass wir sehr sanft und immer auf euer Wohl bedacht vorgehen werden, um weitere Informationen aus unserer Welt preiszugeben. Dies ist ein sehr schöner Prozess und wird vielen Menschen gut tun. Die Machthaber auf eurer Erde jedoch möchten unsere Gegenwart zu gerne für ihre Zwecke nutzen, um euch Angst einzujagen. Jedoch ist dies immer seltener möglich, da ihr wisst, dass wir euch lieben und da ihr wisst, dass wir friedlich sind. Dann gibt es auch verschiedene Erscheinungen, die ihr an eurem Himmel als Wolkenformationen erkennen könnt. Auch diese sind zum größten Teil menschengemacht. Wir bitten euch, diese Erscheinungen wieder genauestens mit eurer Herzensenergie zu prüfen, um zu fühlen, ob sie der Wahrheit entsprechen. So werdet ihr erkennen, dass die meisten davon nicht echt sind. Doch oftmals gibt es längliche Lichtstreifen, die gerade von der Erde nach oben streben. Wenn ihr so etwas seht, dann sind es unsere Lichtsäulen, die wir zum Schutz vor negativen Energien auf der Erde platziert haben. Und diese Lichtsäulen könnt ihr mit eurem Herzen und mit eurer Liebe erkennen. Und so möchten wir besonders betonen, dass unsere Anwesenheit auch ein Schutz für die Erde und ihre Bewohner ist. Wir sind hier, um der Menschheit bei diesem Übergang zu helfen und sie in eine höhere Dimension des Bewusstseins zu führen. Und gerade jetzt habt ihr die Möglichkeit, in eurem Energiefeld enorm zu wachsen. Die Energien sind günstig und unsere Hilfe ist euch gewiss. Und wenn du es erlaubst und ein inneres Ja gibst, werden wir mit der Lichtsprache das neue Bewusstsein in euren Zellen aktivieren. Wir werden euch öffnen für das galaktische Wachstum und euch anpassen an die göttlichen Energien, sodass ihr euch nicht mehr so leicht beeinflussen lassen werdet und sodass ihr stets mit eurem Herzen die Wahrheit erkennen möget. Aloma Yahara Ka Manoma Yesalo Ta Ankora Maha Lo Tasima Ya. Diese Töne kommen zu dir, wenn du sie einlädst und bewirken eine große Energieerhöhung. Sie heilen jegliche Zweifel und Angst in deinem Körper, in deinem Bewusstsein. Sie machen dich frei und lassen dich
stark sein. Sie lassen dich erkennen, wer du in Wirklichkeit bist. Aloma Yahema. So soll es sein. Und so verabschieden wir uns voller Liebe und Achtsamkeit von dir. Und denke daran, wir lieben dich so sehr und wir sind immer da, um das Gute zu schützen und um das Licht auszudehnen. Und so senden wir dir den Segen des Lichtes in dein Herz, in dein Zuhause und verabschieden uns voller Liebe. Aloha Mama.